Hallo, wir sind Tim, Marvin, Liam, Alfons und Joel und stellen euch das Projekt CyberKZ vor. Was es ist und was, ja, stellt euch Tim vor. Also, unsere Idee war, dass wir weniger in der Schule schreiben wollen und den normalen Unterricht digitaler gestalten wollen. Deshalb haben wir uns eine digitale Karteikarte gebastelt, die man mit Hilfe einer Website ansteuern kann und darauf dann Text angezeigt werden kann. Ich erkläre euch jetzt noch ein paar Sachen zu den Programmiersprachen und Tools. Als Sprache, um die Website zu erstellen, haben wir HTML genommen. Für die Verbindung mit dem Minicomputer haben wir Python genommen. Und als Tool, damit die Website schöner ist, haben wir Bootstrap genommen. Jetzt sagt Marvin noch was zum Code. Also hier ist ein Teil des Codes von der Website. Das hier ist hauptsächlich, dass es halt schön aussieht und wie das alles eingerückt ist. Aber in Python gibt's dann so, haben wir sozusagen noch einen Code, wo wir sozusagen den Webserver programmiert haben, so der sozusagen die Notizen und alles, was man halt, zeigen wir euch dann noch, halt sozusagen speichert und so, dass es auf dem Display übertragen werden kann. Zeigen wir euch später noch und später noch. Das Gehäuse haben wir aus PLA-Filament mit einem 3D-Drucker gedruckt. Wir haben zwei Schalter verwendet und einen Raspberry Pi 3B Plus, also einen Einplatinrechner als Grundlage und einen 5-Inch LCD-Display. Jetzt haben wir noch eine kleine Live-Demo für euch. Ja, tatsächlich, es gibt eine Website. Da kann man eine Überschrift eingeben, da oben, einen Text und ganz unten einen Code. Und wenn man dann auf Übertragen klickt, dann wird das Ganze auf den Raspberry Pi übertragen. Also das Display, da sieht man das halt drauf. Mit den Knöpfen hier unten kann man sozusagen scrollen. Also so, dass man, wenn man längere Texte hat, sozusagen immer weiter scrollen kann. Und ja, genau. Ja, hier, das Case ist halt 3D gedruckt. Und ja, genau. Jetzt noch einen herzlichen Dank an unsere HelferInnen. Und zwar sind das Julius, Anna, Paul und Basti. Und das war's tatsächlich mit unserem Vortrag. Und gibt es noch Fragen? Kann ich bei uns eins bestellen für nächstes Jahr, dass ich das nicht mehr brauche dann jetzt? Ja, können Sie gehen. Ja, Wir gehen dann auch in die Massenproduktion. ich bin schon ein bisschen älter, ich bräuchte ein bisschen größere Schrift. Ich habe gesehen, das war. Ja, das kann man dann natürlich alles Kommt das einstellen. noch? Puh, okay. Ja, aber nur wenn man, ja, Okay. Abonnent ist auf unserer Website. Was hat euch dieses Wochenende am meisten Spaß gemacht? Was nehmt ihr mit? Was war etwas ganz Neues, was ihr rausgefunden habt, was ihr hier gelernt habt? Also, erstmal, ja, gleich. Dass man allgemein so mit mehr Leuten im Team auch mehr schafft und größere Projekte sozusagen machen kann, als wenn man sozusagen nur zu dritt oder zu zweit ist. Wir waren ja zu fünf schon eine relativ große Gruppe. Und durch die guten Mentoren, die wir hatten, hat man auch schon viel beim Programmieren und die anderen genau mitgenommen. Und die anderen haben wahrscheinlich auch sehr viel beim 3D-Modellieren und so bei 3D-Druck mitgenommen. Okay. Genau, wir haben zum Großteil eigentlich, ich, Joel und Liam haben zum Großteil eigentlich unsere Zeit im Fettmobil verbracht, weil wir dort die ganze Elektronik zusammengelötet haben und das 3D-Modell und das Display haben wir alles dort zusammengebaut. Deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön an das Fettmobil-Team. Ja, super.
Und danke euch dafür, dass ihr uns das vorgestellt habt. Ich würde es gerne auch gleich nochmal ausprobieren. Wie gesagt, nächstes Jahr möchte ich gerne auslernen. Dankeschön.